Hi und herzlich willkommen wieder in deinem Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung. Gesundheit ist für alle da. Ich freue mich, dass du wieder hier reinhörst. Und falls du hier das allererste Mal reinschaust oder reinhörst, je nachdem, ob du das Video auf YouTube siehst oder eventuell den Podcast hörst, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin Experte und Coach für Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Und wir schauen uns bei Functional Basics an, was sind die fundamentalen Basics, die sicheren Basics, um die Basis zu kreieren für mehr Gesundheit, Klarheit und Leichtigkeit im Leben. Und heute dreht es sich um das Thema Intuition, und zwar, wie du deine Intuition trainierst. Ich habe es dir doch gesagt, schöne Grüße, deine Intuition. Die Intuition ist die am meisten unterschätzte menschliche Kompetenz und sie lässt sich hervorragend trainieren. Und dazu habe ich mir eine Expertin eingeladen, und zwar Alexandra Sorgenlicht. Alexandra ist unter anderem einmal Expertin für Intuition und Intuitionstrainerin, schon mit wahnsinnig vielen Jahren Erfahrungen. Sie ist Unternehmer und Autorin von Intuition, wie du die Stimme deiner Seele stärkst und für ein selbstbestimmtes und freies Leben nutzt. Und seit April 2024, da bin ich auch auf dich aufmerksam geworden, Alexander, ist dein eigenes Buch auf dem Markt erschienen. Herzlich willkommen hier im Podcast. Vielen Dank, Carsten, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich mich auch. Und zwar, bevor wir auf die Fragen aus der Community eingehen, ne, ihr habt immer die Möglichkeit, in meiner Instagram-Story von Functional.basics Fragen zu stellen oder auch in meiner Community-Gruppe auf Telegram euch auszutauschen. Bevor wir diese beantworten und in das Gespräch einbauen, Alexandra, wie bist du zu dem Thema Intuition gekommen? Jetzt habe ich dich ganz kurz und knapp vorgestellt. Erzähl mal, wie war dein Weg, um Expertin für Intuition zu werden? Ja, hallo Carsten. Vielen Dank für diese wunderbare Vorstellung. Wie bin ich auf das Thema Intuition gekommen? Also ich war immer schon ein intuitiver Mensch und lange Zeit ohne das zu wissen. Oder ich hätte meine Wahrnehmung nicht als Intuition eingeordnet, ihnen diesen Begriff zugeordnet. Ich habe als Kind immer schon Farben gesehen um Menschen herum. Ich wusste immer, wie Menschen sich fühlen. Ich wusste auch, wenn sie krank sind oder wenn sie bald sterben würden, nicht so angenehm, dieses Wissen, ja. Und ich wusste auch immer ziemlich genau, was sie eigentlich verbergen wollen und habe dann relativ schnell gelernt, dass es nicht so cool ist, das zu sagen, was ich sehe. Ja, das stieß nicht immer unbedingt auf Begeisterung, so dass ich dann eigentlich eher eine gute Zuhörerin geworden bin, lange Zeit und habe. Erst als ich Filmwissenschaften studiert habe in Berlin, so mit 25, selber das erste intuitive Reading bekommen. Das heißt, ich war so in der Therapie, das war so mittel für mich, mittelgut, ja, und bin dann auf diese Frau gestoßen und ich dachte, das kann nicht sein. Also nicht unbedingt der Fakt, dass ich nur meinen Namen gesagt habe und die hat mir ganz viel erzählt darüber, was bei mir gerade so los ist, was bei mir generell so los ist und auch was so eine Richtung sein kann, in die ich mich entwickeln könnte. Das war ja für mich normal, so habe ich ja auch immer geguckt. Aber dass es da jemanden gab, der das auch konnte, der darüber gesprochen hat und sogar Geld damit verdient hat, also es war offiziell, ja, das war für mich ein Game Changer. Und ich habe dann selber eine Grundausbildung gemacht, erst ein paar Jahre später, weil der Film noch im Vordergrund stand. Eine 5-jährige Grundausbildung in Intuitionstraining. Die Methode kommt ursprünglich aus den USA. Und habe dann gedacht, als ich mit dieser Grundausbildung fertig war, das gibt es nicht so in Deutschland auf dem Level, das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein, weil ich gemerkt habe, was diese Methode macht, ja, was sie ermöglicht, mir ermöglicht hat und auch meinen Kollegen und Kolleginnen. Und habe da relativ naiv angefangen, muss ich sagen, und habe aber in diesen jetzt mehr als 20 Jahren doch intensiv auch weiterentwickelt, die Arbeit. Ja, weil mir so wichtig ist, dass die Intuition, dass ich die nicht nur habe, ja, dass ich was sehen kann und vielleicht was weiß, sondern dass ich die auch wirklich zuverlässig anwenden kann. Also, dass ich die in meinem Alltag zur Verfügung habe, ne? Und das geht, für mich geht das nicht ohne Persönlichkeitsentwicklung, ohne Traumaarbeit, also ohne alle möglichen Aspekte der, ja, des Menschwerdens noch in diese spirituelle Arbeit, die das Intuitionstraining auch ist, ne, mit einzubeziehen. So war das. Jetzt lass uns mal auf den Begriff Intuition zu sprechen kommen, weil er fällt jetzt ganz häufig. Kannst du mal definieren und erklären, wo der Unterschied ist? Also zwischen zum Beispiel logischem Denken, Instinkt und Intuition. Weil gerade das Thema
ich sag mal, aufs Bauchgefühl hören. Vielleicht ist das ja auch gar keine Intuition, werden wir noch klären. Hinsichtlich, wo sind die Unterschiede zwischen logischem Denken und Instinkt und Intuition? Ja, mache ich gerne. Ich fange mal tatsächlich, wenn ich darf, mit dem Bauchgefühlthema an. Auch ganz wichtig, denn das ist das, wenn ich meine, dass die Intuition missverstanden ist. Intuition ist die Stimme deiner Seele. Das ist meine Definition. Die Intuition ist die Stimme deiner Seele. Und eins dieser Missverständnisse ist, es ist Bauchgefühl. Das andere Missverständnis, das eher aus dem wissenschaftlichen Bereich kommt, oder was heißt Missverständnis? Vielleicht sehr begrenzte Annäherung an die Intuition ist Erfahrungswissen. Also Bauchgefühl, Erfahrungswissen. Das sind die beiden versuchten Annäherungen, die es beides nicht trifft. Die Intuition, also die Stimme deiner Seele, kann sich als Bauchgefühl äußern. Ja, die äußert sich auf verschiedenen Wahrnehmungsebenen oder über verschiedene Kanäle. Bauchgefühl ist aber der Kanal, der am meisten verzerrt ist oftmals, weil da eigene Gefühle drüber liegen, eigene Erfahrungen. Also da wird die Intuition sehr undeutlich im Bauch und ist nicht immer unbedingt verlässlich. Das kennt jeder. Manchmal trifft das Bauchgefühl zu, ein anderes Mal überhaupt nicht. Ja. Und Erfahrungswissen ist eben der Versuch, es wissenschaftlich zu erläutern, sodass es sich validieren lässt. Und das ist auch nur begrenzt stimmig, denn jeder von uns weiß, du hast sicherlich schon mal einen Geistesblitz gehabt. Und der war total stimmig und der war überhaupt nicht mit irgendeiner Erfahrung, die du hattest, abzugleichen. Ja, so, es kann einfach nicht nur die Summe deiner Erfahrungen sein, die du ausgewertet hast. Die Intuition ist die Stimme der Seele und die Seele ist jenseits deiner Biografie, dieser Biografie und jenseits deiner persönlichen Erfahrungen wissen, was du, ja, was höher ist als dieses Selbst, was du hier so anfassen kannst, als dieser Mensch zur Verfügung hat. Das ist schon mal für mich sehr spannend, weil ich glaube, dieses Thema, na, hör mal auf dein Bauchgefühl, ist geläufig. Und jetzt sagst du, das ist oftmals verzerrt, weil verschiedene Gefühle darüber liegen und auch das Thema Erfahrungswissen, das Rationale oder das, ich nenne es mal, das logische Denken, das Auswerten von vielleicht, den Interpretieren von Gefühlen, ist halt auch begrenzt, weil wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wir haben alle unterschiedliches Wissen, wir haben alle unterschiedliche Glaubenssätze und. Die ja damit reinspielen. Wie entwickelt sich denn unsere Intuition im Laufe des Lebens? Also gibt es bestimmte Faktoren, wie zum Beispiel die Entwicklung von einer, ich nenne es mal, gesunden Intuition, fördern oder behindern? Ja, das ist so spannend, ne? Vielen Dank für die Frage, weil Kinder haben einen völlig freien Zugang zu ihrer Intuition. Für Kinder ist das auch ganz leicht, wenn wir die anleiten. Ja, oder wenn wir denen vorschlagen, wie sie so ihre Intuition wieder wahrnehmen und vor allen Dingen auch nutzen können. Das geht für die so. Und warum geht das für die so leicht und so schnell? Weil die es nicht hinterfragen. Die machen es einfach und dann merken sie, es funktioniert. Und warum sollten sie es dann nicht weiter tun? Ja, so ein Beispiel ist, ich habe auch viele LehrerInnen ausgebildet und eine Grundschullehrerin. Die hat das mit einem Jungen geübt, der kindliche Migräne diagnostiziert bekam. Und die wusste, dass der eine relativ schwierige Situation hat zu Hause. Also, dass er viel von seinen Eltern trug, quasi, ne? Erkrankung der Mutter und so weiter. Und die hat ihn ganz einfach mal gefragt, was seine Farbe ist. Farbe ist immer eine Übersetzung von Energie. Das weiß so ein Kind nicht. Man kann ihn einfach fragen. Kinder wissen das meistens. Ich bin grün. Ja, ganz normal. Ja, und ihn dann gefragt, was die Farbe der Eltern ist und hat ihm ganz einfach, simpel gezeigt, wie das geht, die Energien zu trennen, dass er die Farben der Eltern nicht tragen muss, weil er ein Kind ist. Ja, und das viel zu schwer ist für den, das hat er gemacht und damit war sukzessive die kindliche Migräne einfach Geschichte. So, also das einmal als Beispiel. Und wie wir das verlernen, also es ist ja einmal so, dass wir in einer Gesellschaft leben, die das nicht unterstützt, dieses Wissen. Das hat auch eine lange Geschichte. Das hat mit dem Patriarchat zu tun, das hat mit unseren Religionen zu tun, das hat mit der Art, wie wir Macht strukturieren in unseren Gesellschaften zu tun. Und ja, das hat auch mit dem zu tun, was ich gerade erzählt habe. Dann sehe ich was. Ne? Ich sage zum Beispiel, ja, Mama, der Onkel lügt. Ja, das sagt man nicht. Oder Mama, die Oma stirbt. Ja, da bist du verrückt, wenn die Oma noch daneben sitzt. Ja. Oder Mama, du bist heute ganz, ganz grau und sie hat irgendwie ein oranges Kleid an oder so. Ja. Das wird ja nicht so gerne, das wird ja nicht so unterstützt. Ne? So, und dann lernen wir, weil Kinder
Wir sind soziale Wesen. Wir wollen geliebt werden, wir wollen anerkannt werden, wir wollen auch richtig sein, ja, ein Stück weit. Und dann lernen wir natürlich schnell, oh, das ist irgendwie falsch, was ich da weiß und wahrnehme. Und orientieren uns natürlich daran, wofür bekommen wir positive Anerkennung und werden unheimlich unsicher in diesem ganz natürlichen Wissen oder dieser ganz natürlichen Wahrnehmung. Also, was ich raushöre, ist zum Beispiel, du hast ja gesagt, das macht man nicht, oder das Thema Glaubenssätze, die dann draufgepackt werden. Das Thema Glaubenssätze habe ich ja auch schon mal im Podcast mehrfach thematisiert. Auch dazu gibt es auch einen kostenfreien Guide von mir, wie du Glaubenssätze auflösen kannst. Allerdings ist es manchmal gar nicht so einfach, solche Themen selbst zu entdecken und selbst irgendwie, ich meine mal, wir haben ja keinen Record-Knopf und nehmen uns den ganzen Tag unsere Gedanken auf, hören uns die abends an und sagen, ja, was für ein Bullshit denke ich hier eigentlich? Und so geht es uns wahrscheinlich beiden auch, dass wir immer mal wieder Gedanken haben, wo wir uns dann reflektieren und sagen, was denkst du da eigentlich? Was ist das? Das finde ich sehr, sehr spannend und auch sehr wertvoll, auch diese Entwicklung von Intuition. Ja, und wenn ich da einmal mich darauf beziehen darf, es sind ja nicht nur Gedanken. Also, ne, für mich als Intuitionstrainerin ist es ja manchmal so, dass du das vielleicht gar nicht denkst unbedingt, sondern es ist eine starre, ich sehe es als starre Energie. Ne? Im Buch haben wir da so einen quadratischen Klotz für gemalt. Ja, dieser wunderbare Illustrator, der das gemacht hat. Es ist einfach starre Energie. Und manchmal hast du vielleicht den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Und du denkst die ganze Zeit, ich bin der Beste und ich muss hier scoren und ich kann auch scoren und ich bin gut und ich muss was draus machen. Ja, und das ist das, was du bewusst denkst. Aber du pushst dich die ganze Zeit kontinuierlich, weil eigentlich der Glaubenssatz ist, ich bin nicht gut genug. Es reicht nicht. Und dann braucht es etwas, und da kommt zum Beispiel eine Gesprächspsychotherapie nicht unbedingt dran, ja, an diese Ebenen zu gucken, was liegt eigentlich da drunter, ja, so, was liegt eigentlich da drunter, was ist, und das, wenn du dich daran erinnerst, dass du intuitiv bist, siehst du das, du siehst es einfach, ne? Der Glaubenssatz ist vielleicht hier auf Herzebene oder hinten am Rücken, und du siehst, wie der auf alle Ebenen des Seins dieses Menschen ausstrahlt, die Emotionen beeinflusst, die Gedanken beeinflusst, genau, ja. Und das lässt sich lösen. Ja, es lässt sich lösen. Zu dem Lösen kommen wir gleich, ne? Es geht ja auch darum, wie wir das üben und trainieren können. Wenn wir uns das Leben mal anschauen, in welchen Bereichen ist eine Intuition besonders nützlich oder relevant? Ist es allen Lebensbereichen? Ich meine mal, ne, ich habe so ein Lebensrad, eine Wheel of Life, kennt der eine oder andere vielleicht, eine Karriere, Liebesbeziehung, Partnerschaft und. Ich habe das mal ein bisschen erweitert, ne, aus verschiedenen gesundheitlichen Aspekten noch, aber in welchen Bereichen deines Lebens denkst du, ist Intuition besonders nützlich und relevant? Und gibt es Bereiche, wo das weniger hilfreich ist? Ja, also vielleicht für den Anfang gehe ich noch einmal zurück zu der Frage, die ich vorhin noch nicht beantwortet habe, was eigentlich der Unterschied zwischen logischem Denken und Instinkt und Intuition, ne? So, Instinkt ist ja so eine Art Körperwissen, Überlebenswissen, was wir haben. Und da kann es zum Beispiel sein, dass wir, wenn wir traumatische Erfahrungen hatten, unser Instinkt uns ganz oft einen Fluchtimpuls gibt. Ja, so einfach, wir haben fast vielleicht traumatische Erfahrungen mit blonden Frauen, weil, was weiß ich, die Tante, so war die Mathelehrerin, die Mutter. Und wir haben das aber nicht durchgearbeitet. Und dann macht unser Körper, wenn eine blonde Frau kommt, die vielleicht irgendwie besonders noch riecht, ist Instinktreaktion, Shutdown und weg oder Angriff. Ja, so genau. Die Kognition, die analysiert das vielleicht. Ah, ich habe diese Erfahrung und deswegen habe ich das so und reagiere so, okay. Und die Intuition ist eben die Ebene, die von einer größeren Ebene aus sagen kann, okay, da ist die Geschichte, da siehst du die Geschichte mit deiner Erfahrung mit blonden Frauen. Und wie ist diese blonde Frau? Was ist das für eine Energie? Was ist deine Reaktion darauf? Was ist die alte Reaktion darauf? Was ist die stimmige? Und welches Potenzial hat diese Begegnung eigentlich? Und was brauchst du, um diese Begegnung stimmig zu erfahren oder nicht? So, das ist der Unterschied. Eine Analyse, eine Erkenntnis ist super wichtig. Also die Kognition ist zweifelsohne die Ratio sehr wichtig. Nur eine Erkenntnis ist immer der erste Schritt, mehr nicht. Führt noch nicht zu einer Verhaltensänderung. Und das führt mich dann auch zu dem, was du fragst, ne? Zu dem Wheel of Life und zu welchem Aspekt, so in welchen Aspekten ist es wichtig. Ich wüsste keinen,
Aspekt, wo die Intuition nicht elementar wäre. Also für mich ist so ein intuitiver Mensch zu sein und ein intuitives Leben führen zu können, das bezieht sich auf alle Bereiche und das macht mich einmal sicher in Unabhängigkeit von äußeren Faktoren, relativ gesehen. Es ist eine Sicherheit, die ich immer wieder finden kann, in jedem Moment. Es gibt mir die Möglichkeit, Verbundenheit in Freiheit zu erleben, Beziehung, egal welcher Natur. Es gibt mir die Möglichkeit, auf meinen Körper zu achten und physisch auch zu gucken, was spricht mein Körper und was ist sozusagen auch die intuitive Information, die meine Seele mir sagt zu meinem bisherigen Umgang mit meinem Körper vielleicht, Familienprogrammierung, einer DNA-Genetik oder auch ja, so Angenetiken, ne? Und was kann ich da auch praktisch tun dran? Und insbesondere natürlich, und das spielt für mich generell in Wohlbefinden rein, so, was ist mir so wichtig? Was möchte ich in diesem Leben sein, in dieser Welt und in dieser Welt geben und auch anderen Menschen geben? Weil das ja unabhängig auch von äußerem Erfolg oder zumindest zum großen Teil unabhängig einfach unheimlich erfüllend ist, wenn ich der sein kann oder die, der oder die ich bin, ne? Ja, aber ich glaube, diese Annäherung, diese Reflexion zu wissen, diese Verbindung auch zu schaffen zu sich selbst, wer bin ich und welcher Mensch möchte ich? Weil wir sind ja vornherein, ne, manche sind Manager, manche sind Reisende und und. Aber am Ende sind wir erstmal nur Menschen auf einem Planeten, auf diesem Planeten. Und wir dürfen unseren Weg und unseren Wert, unseren Platz finden. Und ich glaube, da ist jeder so auf seiner Reise, um zu schauen, und vielleicht dauert diese Reise sogar das ganze Leben lang, zu schauen, welchen Wert und welchen Platz möchte ich in diesem Leben haben. Und da Und bedarf es, kreieren. glaube ich, zumindest auch viel Verbindung zu sich selbst. Und auch da ist natürlich die Intuition ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ja, absolut. Für mich ist das eben der Kompass. Ja, es ist wirklich der Kompass oder auch Leuchtturm, Anker. Diese drei Begriffe nutze ich eigentlich immer im Kontext mit der Intuition, weil gerade in der aktuellen Zeit bricht ja so viel an Sicherheiten oder das, was wir dafür gehalten haben, weg. Und das ist beängstigend auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine große Einladung zu gucken, okay, gehe ich jetzt in die Angst oder gucke ich jetzt mal wirklich, okay, jetzt ich bin hier jetzt in dieser Zeit und was kann ich auch bedeuten für diese Zeit? Ne? Und das wirklich kann es ja aus dem Stress heraus nicht gut, das zu entdecken, aber so aus dem, ja, was macht mich glücklich? Weil das ist so, wenn du in Tune bist, bist du halt, ja, ich verspreche jetzt keinen Zustand des Bliss, ja. Das sind immer Momente, das Leben ist das Leben, aber es ist einfach eine Grunderfüllung da. Und das geht gut über die Intuition, weil die auch ganz, also für die großen Entscheidungen, aber auch für die kleinen Entscheidungen, die Nachjustierung unheimlich wertvoll ist, ne? Lass uns mal auf das Thema Lernen zu sprechen kommen, weil das haben wir in der Headline mit drin. Wie kann ich denn lernen und trainieren, auf meine Intuition besser zu hören, sie überhaupt wahrzunehmen? Du hast den Begriff Gefühl deiner Seele verwendet. Und wie kann ich das trainieren, um auf dieses Gefühl wieder zu hören? Ja, genau, diese Information zu hören, ne? Ja, wir können ja einfach mal eine Übung machen, eine ganz simple Übung. Wäre das dir das jetzt recht oder möchtest du lieber Sehr, es? sehr gerne. Also falls du gerade aber im Auto sitzt oder irgendwie auf dem Fahrrad und bitte die Übung dann vielleicht nicht durchführen, zumindest nicht, wenn sie mit geschlossenen Augen ist. Genau. Ja, genau. Tatsächlich ist ein bisschen zumindest den Blick unfokussiert werden lassen eine ganz gute Idee. Also so nimm dir einen Moment, einmal bei dir anzukommen in Ruhe. Zu gucken, wie bist du eigentlich gerade da? Was ist so ein Alltag da im Moment, wenn du dich jetzt einmal auf dich selbst fokussierst? Ja, und darfst du diesen Moment wirklich haben? Das ist ein kleines Geschenk an dich selbst. Einfach nur Zeit für dich. Ganz ein paar Minuten und einfach auch deine Aufmerksamkeit nur für dich. Und atme aus, was vielleicht dazwischen kommt. Eine ganze
Alltagswahnsinn, der so ein bisschen an dir runterzoppelt, vielleicht einfach ausatmen, ist okay. Es reicht, wenn du deinen Fokus immer wieder auf dich selber richtest. Und dann nimm doch mal wahr, lass einfach mal auftauchen, der Raum um dich herum. Ja? Der Raum um dich herum ist nicht leer. Also dein Raum, wenn das jetzt über deine Körpergrenzen hinausgeht, wie würdest du den wahrnehmen jetzt, deinen Raum? Vielleicht wie eine Bubble um dich herum oder in einer Farbe oder du siehst einen Kreis. Guck mal, wie nimmst du den Raum um dich herum wahr? Hast du ein Bild oder ein Gefühl oder einen Eindruck? Okay. Und dann glaub dir, ja, nimm dich für wahr, was immer du auch wahrnimmst. Und wenn du jetzt diesen Raum wahrnimmst, ist das eigentlich angenehm, was du wahrnimmst? So fühlt sich das gut an. Und ob du diese Frage mit Ja oder Nein beantwortest, ist nicht relevant. Ich möchte dich einmal einladen, ein bisschen mit diesem Raum zu spielen. So vielleicht magst du den mal etwas größer machen. Einfach etwas größer, etwas ausweiten. Und mach das mal so weit, wie du merkst, das fühlt sich aber jetzt nicht mehr gut an. Und was geschieht da in dem Moment, wo es sich nicht mehr gut anfühlt? Was passiert da? Ja, und dann glaubt ihr, also geh nicht weiter. Hey. Und wie nimmst du eigentlich so den Rand deines Raums wahr, die Begrenzung? Ja, es ist dein Raum und da außerhalb von ist die Außenwelt. So hat das ein bisschen wie so eine Gase oder einfach eine Struktur, eine Membran. Wie nimmst du das wahr? Und ist die überall ganz klar um dich herum oder gibt es da Löcher, Risse, Dellen? Und du kannst auch diese Membran jetzt, wenn du merkst, da ist irgendwas, was ja, dir jetzt auffällt und du hast den Impuls, das zu verändern, es ist dein Raum. Du hast den so erschaffen, du kannst den auch verändern. Auch wenn du den unbewusst erschaffen hast, kannst du den jetzt bewusst verändern. Vergrößern, Risse klären, ganz einfach wie eine goldene Dusche drüber laufen lassen, die diese Membran etwas repariert, wie die Gase so zuwebt. Genau. Okay, und spür mal nach, gibt es einen Effekt, einen physischen Effekt durch die Veränderung, die du gemacht hast, vielleicht? Vielleicht auch ein Gefühl oder Gedanken. So atme einen Moment in dieses veränderte Gefühl hinein. Und dann kannst du in deinem Raum mal schauen, ob es da irgendwie Strukturen oder Energien oder irgendetwas gibt, was dir auffällt, wo du den Eindruck hast, das gehört da eigentlich nicht rein. Irgendwie, wenn ich das wahrnehme, wird es mir eng oder ein bisschen düselig oder ich merke, ich bin zack wieder weg aus der Übung. Ja, dann würde ich dich einladen, ganz simpel einmal eine Dusche zu kreieren aus Regenbogenfarben und diese Regenbogenenergie komplett durch deinen Raum durchfließen zu lassen, wirklich wie eine Dusche, und die nimmt ganz sanft diese störenden Energien weg, so wie das jetzt für dich geht und stimmig ist, die umhüllt die und sorgt dafür, dass es abfließt. Guck mal, macht das eine Veränderung? Wenn ja, welche? Was nimmst du wahr? Vielleicht kannst du deinen Raum noch ein bisschen größer machen oder du nimmst den stärker wahr. Okay. Und vielleicht möchtest du deinen Raum ausfüllen mit einer Farbe oder einer Qualität. Ne? Farbe ist immer die Übersetzung von Energie. Vielleicht hast du das Gefühl, eine bestimmte Farbe tut dir gut. Oder du wünschst dir die Qualität von Geborgenheit oder Freiheit und damit kannst du deinen ganzen Raum einmal ausfüllen. Mach das einmal. Und
Spüren die Veränderungen hinein, die du kreiert hast. Und dann mach dir einen kleinen Marker, dass du das jeden Tag, in jedem Moment, wo du merkst, irgendwie ist dir komisch, ein bisschen eng oder unfrei, wiederholen kannst. Und wenn du soweit bist, atme mal tief durch und komm zurück. Hey, Ich bin willkommen wieder zurück. da. Ja, hallo, willkommen zurück. Ich bin Wie wieder war da. das? Wie war das? Das war eine sehr schöne Erfahrung gerade. Tatsächlich habe ich den Raum, wenn ich das gern teilen kann. Ich habe gerade quasi hier meinen Wohn-Arbeitsraum gerade genommen und als du so meintest, hey, vergrößere den mal, habe ich Fenster und Türen aufgemacht, um Raum zu schaffen. Das hat sich sehr, sehr gut angefühlt und das werde ich dann auch gleich im Nachgang machen. Und hatte da tatsächlich aber ganz kurz kleine Widerstände, wo ich dachte, warte mal, wo du mich aber in der Übung dann sehr gut wieder abgeholt hast. Ah, was waren das denn für Widerstände? Also wenn du möchtest, ne, das war sowas ist auch immer wichtig. Also es ist wichtig, ernst zu nehmen. Widerstände sind immer Informationen. Also Widerstände zum Beispiel, dass was ist, wenn das Fenster auf ist? Wo ist dann die Grenze? Da kam dann ganz kurz vielleicht so ein bisschen Unbehagen. Ich würde es jetzt nicht Angst sagen, aber Unbehagen so, ist dann alles möglich? Also lasse ich das, kommt dann keine Grenze mehr? Und da hat sich dann so ein bisschen so ein Gefühl von Unsicherheit bei mir breit gemacht. Ja, danke, dass du das so offen teilst, ne, und erzählst. So, das ist einer der ganz ersten Basisübungen, auch vom Intuitionstraining. Und da geht es wirklich darum, eben deinen eigenen Raum wahrzunehmen. Also, ne, man kennt das vielleicht auch mit dem Begriff der Aura oder Energiekörper, den wahrzunehmen. Und das ist ganz oft so, dass es da zu Anfang Irritationen kriegt. So manche, die wollen den dann richtig zuzimmern, ja, oder wenn es als es in Präsenz war, hieß es dann auch ganz oft, ja, ich kann ja nicht größer machen, da sitzt jemand, ja, so je nachdem. Und das ist eben so ein Moment des Learnings zu sehen, ah, ich bin eigentlich frei darin und ich kann den selber definieren. Und was bedeutet für mich eigentlich Sicherheit oder Unsicherheit und wann werde ich unsicher und wie kann ich das beeinflussen, wozu auch immer gehört, erstmal zu sehen, okay, warum macht mich das eigentlich unsicher? Zum Beispiel, wenn ich überhaupt meines Raumes bewusst werde oder den vergrößere. Na, so, da siehst du schon wieder an so einer Mini-Übung, da ist sehr viel drin. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich werde, glaube ich, diese Übung im Nachhinein rausschneiden und Okay. separat als Podcast-Folge oder muss ich mal gucken, den Leuten natürlich kostenfrei auch in deiner Zustimmung bestenfalls anbieten, einfach, dass wenn sie die Übung öfter mal machen wollen, nicht erstmal den Podcast hin und her spulen müssen. Ja, klar, Das würde natürlich. ich dann euch zur Verfügung stellen. Findet ihr dann wahrscheinlich unten drunter einen Link, wo ihr draufklicken könnt. Ja, ich habe aber Alexandra. jetzt die Frage vergessen, die du vorher gestellt hattest, die ich dir mit dieser Übung beantworten wollte. Ach so, wie das geht, ne, mit dem Genau, es Trainieren. ging, genau, es ging darum, wie ich das lernen kann und trainieren Ja, kann. ja. Jetzt haben wir quasi eine gemeinsame Übung gemacht. Gibt es vielleicht noch einen Tipp von deiner Seite, das zu üben, ohne dass ich jetzt, ich sag mal, 10 Minuten Übung machen müsste? Ja, es ist da, wo dann auch manchmal wo du siehst, auch in dem Intuitionstraining ist auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten auch das, was wir jetzt unter Achtsamkeit verstanden wird, drin. Ne? Das ist einfach zum Beispiel, wenn dich etwas irritiert, wenn du merkst, im Außen irritiert dich etwas oder du merkst, du gehst in die Nacht und es gab einen Konflikt am Tag und du wirst den irgendwie nicht los. Ja, also du diskutierst immer noch, obwohl die Person schon längst nicht mehr da ist. Bewusst Abstand zu kreieren, also wirklich wieder zu dir zu kommen. Und das kannst du dir wirklich, indem du dir vorstellst, das Problem oder die Situation oder den Konflikt bringst du einmal 20 Zentimeter weg, dann 5 Meter, 300 Meter, 1 Kilometer, 5 Kilometer, so weit du willst, sodass du schon noch eine Verbindung hältst, weil es geht nicht darum, das wegzumachen, ne, mit einer abwehrenden Bewegung, sondern Raum zwischen dich und dieses Ding, das Thema zu kriegen. So, um dann wieder wirklich ruhig zu werden und in dir zu schauen, okay, worum geht es für mich und was regt mich hier gerade so auf? Und dann
dir auch zu erlauben, einmal etwas hochzusteigen. Du kannst dir vorstellen, wie in so einer goldenen Bubble hochzusteigen, dass du das Ganze mal von oben siehst. Zu gucken, okay, was ist das große Bild eigentlich? Ja, was bedeutet dieses Problem, dieser Konflikt für mich so, wenn ich mal mein ganzes Leben angucke, bestimmte Muster wiederholen sich. Und was könnte das Learning sein? Also was könnte ich hier vielleicht mal anders machen, so in Übereinstimmung mit meinem besten Selbst? Nicht nur für die anderen, sondern auch natürlich auch für mich heißt generell mein bestes Selbst. Was könnte da ein Weg sein? Und das ist so eine Mini-Übung für jeden Tag eigentlich. Ich finde diesen Punkt Abstand gewinnen sehr wertvoll, den du gerade sagst, weil mit Abstand können wir neue Perspektiven gewinnen. Zum einen können wir Ruhe reinbekommen, zeitgleich aber auch uns wieder selbst finden und verbinden mit uns selbst, sodass wir dann, wenn es wieder zu einem Kontakt kommt, ob es mit einem Problem ist oder vielleicht auch mit einem Menschen, auf einer anderen Augenhöhe oder einer anderen Verbindung zueinander findet. Genau. Ja, genau. Genau. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, der mir sehr wichtig ist. So in manchen spirituellen Räumen wird dieser Abstand priorisiert. Ja, priorisiert, sodass die Ebene von Licht und Liebe oder die Seelenebene, das göttliche Selbst, das ist das Einzige, was relevant ist, sage ich mal so. Und alles andere ist eine Illusion. So eine Idee gibt es, das ist eine Anhaftung und das muss man loswerden. Ja, ich sage es jetzt mal sehr lapidar, ne? Und für mich war das sehr, sehr wichtig, dass du wirklich so hochschwingend sein kannst, wie du möchtest, deine göttliche Erfahrung machen kannst, deine Seelenerfahrung, kosmischen, etc., etc. So all diese wunderbaren mystischen Erfahrungen machen kannst und gleichzeitig aber immer die Gefühle wertschätzt, die eigene Geschichte wertschätzt und vor allen Dingen auch den Prozess und den Weg, den es braucht, weil es ist überhaupt nicht damit getan, eine Erleuchtungserkenntnis zu haben oder ein Erweckungserlebnis zu haben oder eben auf Licht und Liebe auf die Ebene zu gehen, wenn du es nicht verkörpern kannst. So, und das ist mir so wichtig, eben, dass es ja im ganzen Menschen stattfindet und das brauchst du auch für ein intuitives Leben. Du hast ja jetzt auch schon gerade das Thema in eine andere Richtungen, das Thema Mythen und Missverständnisse rund um das Thema Intuition. Da hast du auch schon ein paar Sachen genannt. Vielleicht kannst du die nochmal auf den Punkt bringen. Welche Mythen und Missverständnisse gibt es, wenn es um das Thema Intuition geht? Ja, vielleicht sowas wie, du brauchst nur die Intuition oder das Bauchgefühl hat immer recht. Ja, da gab es ja auch in den letzten Jahren irgendwie interessante Auswüchse, so was man macht oder nicht macht, weil das Bauchgefühl das sagt. Als einzige Erklärung, das funktioniert für mich so nicht. Ich finde schon, dass man sich legitimieren darf. Ja, und die Intuition entzieht sich natürlich dem Erklärbaren, aber man kann es erläutern, was und wie. Also die Intuition hat immer recht. Ja, also das ist so ein Mythos, den ich tatsächlich durchgedacht unterschreiben würde, aber nicht einfach ein primäres Bauchgefühl. Das meine ich so nicht. Dann auch, die Intuition ist weiblich, ist auch so ein Mythos, ist wirklich Unsinn. Das liegt auch wieder an dem, was ich vorhin angesprochen habe, das Thema Patriarchat und die Zuschreibung von bestimmten Kompetenzen und Eigenschaften auf ein Geschlecht und wie sagt man, dem anderen Geschlecht schreibt man dann was ab, ja, oder spricht man was ab, so sagt man es. Und Männer sind genauso intuitiv wie Frauen. Es ist halt in dem Bereich eher des Unerklärlichen und das ist im Patriarchat nur mal den Frauen zugeordnet. Ja, so, und das ist entsprechend dann auch eben, dass die Intuition irgendwas Wolkiges und Unklares wäre. Und halt, ja, nichts ist, auf das man sich verlassen kann. Das ist auch so ein Mythos, den es gibt. Was gibt es denn da noch? Es gibt Legion, ne? Vielleicht fällt dir noch was ein. Meine Profession ist ja zu sagen, was sie ist, vor allen Dingen. Ja, aber es Mir auch so, fällt dass es die dafür. Lösung aller Probleme ist. Es ist auch so ein Mythos, so eine Idee von, ah, ich bin jetzt in Kontakt mit meiner Seele. Und dann habe ich das Leben nicht mehr so, wie ich es. Also das, als wäre dann, würde ich nicht mehr krank, andere würden nicht mehr krank, ich hätte ein sechsstelliges Ding auf dem Konto immer. Also so diese Idee, die aus dieser Glücksindustrie stammt und nicht aus einem wirklich intuitiven Sein.
Das ist ein großer Mythos. Ne? Das Leben ist das Leben. Also, falls die Community, die Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauer, noch Mythen entdecken, lasst sie uns gerne wissen. Ne, ihr könnt gerne, falls ihr jetzt bei YouTube unterwegs seid, drunter kommentieren, wie aber auch bei Spotify oder gerne mit uns auch Kontakt aufnehmen. Ja, auch bei Spotify habt ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Von daher lasst uns gerne wissen, wenn ihr weitere Mythen vielleicht habt oder fragt, aber ist das vielleicht ein Mythos? Ja. Alexandra, ich würde gerne noch auf eine Sache eingehen. Und zwar, glaubst du, dass es kulturelle Unterschiede in der Wahrnehmung und Bewertung der Intuition gibt? Also, wie beeinflussen zum Beispiel unsere Beziehungen dieses Phänomen der Intuition oder der Kontakt mit den Eltern oder Großeltern? Also, wir haben ja auch, du hast von Trauma vorhin gesprochen, wir haben ja auch Themen, die wir über die Generationen weiterbekommen können, bis einer von uns dann sagt, nee, ich löse das Thema jetzt auf, weil ich mit mir im Reinen sein möchte oder bessere Verbindung haben möchte. Der Cycle Breaker. Also das heißt, welche kulturellen Unterschiede sind dir vielleicht begegnet in deiner Recherche oder in deinem Dasein als Intuitionstrainerin? Also kulturell nehme ich jetzt einmal auch als Frage global. Ne? Und ich war ja als meiner anderen Profession als Filmemacherin in allen Weltmeeren zum Beispiel unterwegs. Und da insbesondere möchte ich sagen, die polynesische Kultur hat ja einen ganz klaren und ungebrochenen Zugang zur Intuition. Das ist völlig Alltag, normal. Ja, das zu haben, das auch auszudrücken. Ne? Und natürlich gibt es durch die Kolonialisierung und so dann andere Ebenen, die da reingehen. Das führt jetzt auch zu weit. Aber ich sehe das einfach da verkörpert. Nicht nur durch die Menschen, die man vielleicht da Schamanen oder Heilerinnen nennen würde, sondern eigentlich im Alltag. In jedem Moment. Auch in manchen afrikanischen Kulturen habe ich das so gesehen. Genau. Ja, also das einmal so. Ne? Und dann aber natürlich eine Kultur, in der wir groß geworden sind. Als ich angefangen habe mit der Intuitionsarbeit in Deutschland, also Deutschland ist schon oder war lange eine besondere Herausforderung auch. Das liegt auch in unserer Geschichte. Die Nazis haben einfach eine Menge Missbrauch gemacht mit Symbolen, auch mit Spiritualität, sodass hier schon unterschwellig unheimlich viel Angst und Misstrauen auch diesen Räumen gegenüber auch zu Recht, ja, herrschte. Und das war schon ordentliches Ding, dieses Institut hier so nach und nach aufzubauen. Vor allen Dingen schwierig zu Anfang, eben Filmemacherin zu sein, seriöser Beruf, Intuitionstrainerin oder spirituelle Lehrerin, unseriöser Beruf, ja, sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen. Also Deutschland, wir haben ja, das ist ja auch ein kulturelles Phänomen, dass das kritische Denken sich entwickelt hat. Und das steht dann natürlich einem Vertrauen auch in einen mystischen Raum aus guten Gründen gegenüber. Und natürlich, vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass dir jemand gesagt hat, in unserer Familie, ich habe da diese Gabe durchgegeben bekommen von meiner Großmutter, das existiert in unserer Familie, ich kann Gürtelrose heilen zum Beispiel, habe ich mal in der Nähe von Bremen so eine Frau kennengelernt oder eine dänische Schamanin, da war das so, obwohl die ansonsten auch einfach Lehrerin war. Ja, das hat da, wo wir aufgewachsen sind, wie wir aufgewachsen sind, die Werte, auch die Bewertungen von Kompetenzen, hat natürlich den Effekt überhaupt auf den Zugang zu unserer Intuition. Denn nochmals, es gibt bisher, zumindest in unserer Kultur, keine Unterstützung dafür. Kinder kriegen das nicht beigebracht. Das ist gut so. Das ist richtig so. Und so kannst du das üben und so tut es dir gut. Und auch in der Schule gibt es jetzt vielleicht mal so das Fach Glück oder auch Mindfulness, aber die Intuition geht weit darüber hinaus. Es ist kein Tool. Ja, es ist einfach eine menschliche, an dem Menschen inhärente Kompetenz. Es ist was anderes. Und insofern steht so viele der Kulturen, in denen wir aufwachsen, einfach immer noch in Konflikt damit. Und das darf sich weiter ändern. Ist ja dabei, aber es darf weitergehen, finde ich. Einen großen Teil haben wir vielleicht mit dieser Podcast-Folge, dass zum einen mehr Leute, ne, wenn du jetzt zuhörst, du gehörst dazu, einmal vom Thema Intuition mehr erfahren. Und dann hast du ja dein Buch rausgebracht. Und um den Rahmen jetzt hier einmal zu schließen, Alexander,
Kannst du noch ein paar Worte zu deiner Arbeit und deinem Buch einmal verlieren? Das Buch verlinke ich euch alles unten drunter, wie ihr Kontakt aufnehmen könnt mit Alexandra. Wie können die Leute einmal mit dir Kontakt aufnehmen oder hinsichtlich des Buch? Was erwartet sie in dem Buch? Ja, also Kontakt mit mir aufnehmen geht ganz einfach. Ich habe eine Webseite alexandrasorgenich.com. Ja, so wie meinen Namen, den ich mir heiraten durfte, meinen Nachnamen, alexandrasorgenich.com. Und ganz mal so für den ersten Eindruck, ne, gibt es offene Events, da wo die Leute, die in den Trainings sind, also die Practitioner, intuitive Sessions geben. Und da kann man unverbindlich für einen recht geringen Betrag einfach mal teilnehmen und mal gucken, wie geht das? Also wie machen das eigentlich Leute, die in Ausbildung sind, und kriegt auch definitiv immer auch ein Spiegel von der aktuellen Situation. Ja, das sind Übungssituationen, möchte ich dazu sagen, aber das ist eine super Möglichkeit, einmal reinzugucken, wie funktioniert Intuitionstraining, und auch einmal gespiegelt zu kommen, wie stehe ich eigentlich gerade hier da und was könnten die nächsten Schritte sein. Dann gibt es Audio- und Videotrainings, ne? Die sind ganz easy, so accessible. Es gibt Workshops, auch kleine Workshops, es gibt Retreats. Es gibt Intensivtrainings und auch eine große Zweijahresausbildung Into Essence, die geht wirklich darum, dass man wieder ein intuitives Leben führen kann, ja? Und richtet sich insbesondere an MultiplikatorInnen. Das Buch, ja, also das war schon ganz lange im Orbit, das wollte ich schon so lange schreiben, macht Sinn, und doch war es jetzt der richtige Moment. Das habe ich aufgeteilt, auch wirklich so an. Um mal zu erläutern, einmal, was ist die, also ich habe darüber geschrieben, was ist die Intuition, was ist sie nicht? Ja, welches Problem hat auch die Religion verursacht und unser Gottesbegriff verursacht, also die Angst, die Widerstände? Und welche Freiheit ist durch die Verbindung mit der Seele möglich in diesem Rahmen? Und habe das dann ganz konkret an so Bereiche des menschlichen Lebens wie intuitive Sicherheit, intuitives Vertrauen, ja, intuitiver Wille, der für mich der freie Wille ist. Intuitive Liebe und Verbindung, intuitive Kommunikation wahrnehmen und intuitives Wissen oder Autorität so geclustert, dass man da immer ganz praktisch auch sehen kann, ah, okay, ja, so kann man das anwenden und so kann man das verändern und dann auch umsetzen. Und habe dabei oder dafür auch viele Beispiele erzählt und auch viel aus meinem eigenen Leben erzählt. Für das, ja, für mich war die Intuition einfach lange Zeit lebensrettend. Und jetzt ist sie einfach mein Inhalt, mein großes Glück, ja, und nicht mehr nur das Life-Saving-Tool. Das verlinke ich euch natürlich alles unten in die Shownotes. Klickt euch gerne durch. Wenn ihr mit Alexandra Kontakt aufnehmt, ne, auf Instagram und Co. verlinke ich euch. Wenn ihr kostenfreie Inhalte konsumiert, wie zum Beispiel jetzt hier das Podcast-Interview, aber auch zum Beispiel Social Media, schätzt das bitte wert. Ne, es ist trotzdem Zeit. Und nichtsdestotrotz liken, teilen mit eurem Liebsten oder kommentieren oder eine Nachricht schicken und sagen, hey, Alexandra, hey Carsten, das war echt ein cooles Interview. Ich habe da mal noch eine Frage oder danke für die Inhalte. Ich habe mir das Buch gekauft und, und. Das ist Feedback, womit wir sehr gerne auch, natürlich aber auch, wenn ihr sagt, hey, das ist ja, da ist was offen geblieben oder in irgendeiner Form, das war doof, auch Ja. solch Feedback gerne geben, weil wir können uns natürlich immer daran orientieren und euch bestmöglich Mehrwert liefern. Alexandra, ich habe ganz viel mitgeschrieben für die Shownotes. Und ich habe dann auch die eine oder andere Idee im Hinterkopf, die werde ich gleich mit dir im Nachgang besprechen. Und zwar wünsche ich uns in dem Falle erstmal eine wunderschöne Zeit, einen besten Weg der Intuition, diese zu üben und neu zu entdecken oder auch weiter zu trainieren. Und gerne teilen, abonnieren, ne, Spotify, iTunes, gerne bewerten. Und dann, Alexandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Vielen Dank, Carsten, für das Gespräch. Vielen Dank für deine Offenheit, deine Zeit, dein Interesse. Und das war mir eine große Freude. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gern. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao, bis bald. Bis dahin.